Aber dann können wir hier nämlich in Ruhe jetzt weiterbauen. So, und wie ist das hier? Können wir das hier so lassen? Ich würde sagen, hier machen wir ein bisschen noch weg. Aber nicht allzu viel. Da geht es dann auch einfach nur darum, dass hier die Erde nicht direkt am Haus ist. Müssen wir da auch etwa mit der Axt dran, so wie es aussieht? Ja. So. Ja, und dann werden wir uns gleich an die Hütte machen. An unser Haus. Das wird hier wahrscheinlich das Haupt Fischerhaus sein. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Fischkontor, Kontor, irgendwas sowas in der Art. Damit wir, damit die Leute was haben, wo sie hingehen, wenn sie ihren Fisch wiegen lassen wollen und ihn verkaufen lassen wollen und so weiter und so fort. Wie das halt so ist in so einem Fischerdorf, ne? Ihr kennt euch ja aus. So. Wunderbar, dann stopfen wir da auch wieder schön Erde rein. So. Da kommt auch die Erde rein, wobei da werden wir wahrscheinlich wieder Boden legen oder was in der Art. So, yo, okay, das ist schon mal ein bisschen besser geworden. Dann kommt jetzt hier. Schon mal unsere erste Trennwand rein. Ich höre Schritte. Verfolgt uns hier jemand? Oh, das sieht schon sehr geil aus. So, ja, zum Thema Fenster. Da müssen wir uns jetzt was überlegen. Und auch zum Thema Dach. Da ist die Frage, wie hoch machen wir das? Wir könnten das natürlich jetzt hier einmal tiefer machen. Das wäre eigentlich schon mal gar keine schlechte Idee. Das werde ich jetzt mal testen. Also unser Fichtenholz so machen. Alles klar. Da müssen wir noch mal eins höher gehen. Ich glaube, das ist gar keine schlechte Idee, weil dadurch wirkt das dann auch nicht so klobig, sondern eher abgestuft und hierarchisch. Jawohl, das war eine sehr gute Idee. Das heißt, wir machen auch auf den anderen Ebenen das genauso. Wunderbar. So. Jetzt sind wir hier wieder dazwischen. Könnten wir uns überlegen, ob wir wieder eins nach oben gehen? Das ist eigentlich eine ganz nice Idee, besonders dann, wenn wir nachher das Dach machen. Da könnten wir im Prinzip, nämlich von hinten kommend, ein etwas breiteres Dach nehmen, das dann irgendwie spitz zuläuft oder sowas in der Art. Da können wir uns was überlegen. So, und jetzt wird es dunkel, wie ihr seht. Das finde ich eigentlich ganz nice, wenn man mit Shader arbeitet, dann sieht es nämlich eigentlich echt so aus, als ob wirklich dunkel würde. So, und dieses Lied nervt mich ja ohne Ende. Viel besser. So, dann gehen wir mal langsam wieder ins Bettchen, würde ich sagen, bevor die ersten Münsterlein kommen und uns zerfetzen. So. Oh, fuck. Klasse, der super Profi wieder. Der super Jump'n'Run-Profi. Gott sei Dank habe ich eine Rüstung an. Ja, wie, ich kann nur nachts schlafen. Es ist ziemlich dunkel schon.
Okay. Dann schauen wir mal uns noch mal ein bisschen was an und überlegen uns vielleicht gerade, falls, wenn wir irgendwas sehen würden, wie unser Dach aussehen könnte. Ich glaube, das wird schon ganz nice. Ja, wahrscheinlich, wenn wir eine Mischung haben aus Häusern mit Dach und Häusern, die eher so eine Art Flachdach haben, wie das hier. Ja, gucken wir mal. Wenn wir das gleich mal einigermaßen gebacken bekommen haben hier mit der Struktur des Hauses, würde ich vorschlagen, dass wir uns nochmal... Ist ja geil, wie hell der Mond ist. Dass wir uns gleich auch nochmal gucken, was unsere Holzvorräte machen. Weil die müssen wir, glaube ich, unbedingt aufstocken. Jetzt sind wir schon so, dass wir kaum noch Fichtenholz haben und nur noch 46 Eichenholzstämme. Und da müssen wir, glaube ich, also wahrscheinlich nochmal welche anpflanzen, dass die während unserer Session auch noch wachsen. Ne? So, dann würde ich sagen, gute Nacht und bis gleich. So, einen wunderschönen guten Morgen. Jawohl, so. Das sieht doch schon mal wunderbar aus. Wir können uns natürlich, was das Dach angeht, auch so ein bisschen an diesem hier orientieren. Was ja fast irgendwie etwas nicht orientalisches, aber etwas asiatisches, glaube ich, hat, oder? Schon so ein bisschen. Schaue ich gerade mal, wie ich mir das so... Also hier ist es ja so, dass wir diesen Vorsprung haben. Das heißt, das Dach dürfte maximal bis hier hingehen. Aber von der Seite aus dürfte das ein bisschen weiter runterhängen. Kompliziert. So, ja wunderbar. Dann geht es gleich weiter. Schauen wir gleich mal nach unseren Holzbeständen an so einem anderen Lager. Und während wir das tun und uns dorthin bewegen, wollte ich mit euch mal ein bisschen was bequatschen. Und zwar, wie sieht es denn bei euch aus zum Thema Streaming? Und zwar, also ich meine jetzt nicht Minecraft-Streaming, was wir natürlich auch mal machen könnten. Kommst du mit? Ja! Sondern eher, oh, hier haben wir auch viel Holz, das wir mal benutzen könnten. Sondern ich meine im Sinne von, wie guckt ihr am liebsten neue Fernsehsendungen? Zum Beispiel Netflix oder so, habe ich neulich mal entdeckt. Ja, entdeckt, weil bislang habe ich einfach so viel YouTube geschaut, dass ich gar nicht das Bedürfnis hatte, Serien zu gucken. Ich habe schon echt lange keine Serien mehr gesehen und habe jetzt mal den kostenlosen Probemonat von Netflix aktiviert. Und ja, bin dann mal los und habe keine Kohle mehr, okay. Habe mir ein paar Serien reingezogen, zum Beispiel Fringe. Oder habe ich vor 2 Tagen angefangen, Marco Polo. Okay, Eichenholz haben wir noch genug, nehmen wir mit. Setzlinge haben wir genug, das nehmen wir aber auch gleich mit an den Start. Tun wir mal das Ei weg. So. Blümchen waren, glaube ich, hier. Nö, aber ist okay. So, dann den Knopf brauchen wir. Gibt es irgendwas, was wir nicht brauchen? Ja, die Ziegel können wir mal wegpacken. Ich habe hier alles durcheinander, fällt mir gerade auf. Wobei, da oben hatten wir gerade ein bisschen Ton. So. Genau, die Ziegel können wir da, Ton können wir da reinpacken. Wunderbar, haben wir keine Fichtensetzlinge? Oder hatten wir die alle schon gepflanzt? Weil ich sehe nämlich keine. Und auch keine Birkensetzlinge. Das kann nur bedeuten, dass wir die bereits gepflanzt haben. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus. So, da haben wir noch Erde, falls wir brauchen. Das ist ja lustig, wie die Truhen leuchten. Okay, dann gucken wir mal, wo wir noch Fichtenbäume haben. Weil dann, Axt haben wir noch genug. Wunderbar. Weil dann, nein, dieses Lied wollen wir auch nicht hören. Immer die gleichen. So, dann schauen wir nämlich mal, was wir für Fichtenbestände haben. Ah, hier ist unser, genau, hier haben wir die Birken am Start. Die können wir natürlich auch gleich mal abholzen, denn davon brauchen wir auch
Vermutlich, wenn wir uns jetzt für helles Holz entscheiden, auch noch wesentlich mehr. Und ja, und wenn nicht, macht das auch nichts. Haben wir irgendwann mal, werden wir auf jeden Fall recht viel mit Birkensetzlingen machen. Das habe ich mir auf jeden Fall mal vorgenommen, mit Birkenholz. Weil ich es eigentlich ganz schön finde, dass man unterschiedlich farbige Hölzer hat. Und man nutzt das eigentlich viel zu selten. Man ist eigentlich viel zu unkreativ. Man beschwert sich einerseits, dass man so wenig Möglichkeiten hat. Und hat man dann die Möglichkeiten, nutzt man sie nicht. Aha, hier haben wir einen normalen Baum. Das ist eigentlich meistens so, weil man natürlich dann doch auch daran angehalten ist, besonders kreativ sein zu müssen. Je mehr Möglichkeiten man hat, desto mehr ist man natürlich auch gefordert. Ist herausfordernd, ist anstrengend. Und deswegen, naja, einerseits fordern kann man ja mal, ne? Ich bekomme zu wenig Geld, ich bekomme zu wenig von dem, ich habe zu wenig Freiheit, ich kann zu wenig mitreden, was auch immer. Andererseits tut man sich dann trotzdem schwer, wenn es dann tatsächlich mal so weit ist, sich einzubringen, sich für irgendetwas zu entscheiden. Ja. Das ist eigentlich immer die gleiche Geschichte. So, dann, wo hatten wir denn einen? Hier haben wir einen gehabt. Machen wir da einen hin. Dann können wir auch noch einen hinpacken. Machen wir da einen. Da einen hin. Und da einen hin. Okay. Können wir sonst noch wo im Birkensetzling? Da. Okay, dann sind wir alle sieben los. So, und hier haben wir die ganze. Ja, ich glaube, das haben wir hier alles wieder befichtet, soviel ich weiß. Auch noch nicht ganz so ausführlich. Ich glaube, bei Fichte ist es so, dass die nicht ganz so üppig sind, was die Setzlinge angeht. Deswegen kann man da, glaube ich, immer nur so ein Stück weit neu bewalden. Bei Eiche ist es wirklich super easy. Da droppt wirklich richtig viel. Aber ich glaube, bei der. Ich glaube, bei der Fichte ist das ein bisschen anders. So. Dann müssen wir uns mal hochbauen. Wunderbar. Auf der Hoffnung, mit der Hoffnung, dass es hier gleich losgeht. Mit der Setzling-Dropperei. Da, schön, der war angenehmerweise nicht allzu hoch. Was haben wir denn hier Schönes? Da ist auch nochmal eine Stolperfalle eingebaut. So, hier, jawohl, hier haben wir auch noch Fichte. Die nehmen wir auch mal mit. Ich weiß gerade gar nicht, ob wir vielleicht auch noch Setzlinge in unserem. In unserer kleinen Werkstatt im Hafen haben, in unserer Hafenwerkstatt. Gucken wir vielleicht gleich mal, während die hier decayen, ob da noch was von drin ist. Das wäre natürlich cool. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich habe in der Zwischenzeit ja noch mal ein bisschen was gezockt gehabt, habe den Weg angelegt und habe tatsächlich auch mich ein bisschen um Birkenholz gekümmert. Weil ich jetzt nicht wollte, dass wir komplett in der ganzen Folge mitbekommen, wie ich Bäume anpflanze und Erde klatsche. Aber so ein bisschen solltet ihr natürlich schon mitbekommen. So, dann gehen wir noch mal kurz gucken, was unsere Werkstatt macht. Und in der Hoffnung, dass da gerade auch schön Sachen decayen. Weil im Grunde könnten wir hier ruhig auch noch anpflanzen. Das werden wir gleich auch noch tun. Da laufen wir einfach mal so ein bisschen über unsere schöne kleine Insel hier. Hier haben wir uns nämlich auch einen neuen Weg angelegt. Oh, da sind wir auch hungrig. Nope. Okay, wissen wir Bescheid. Schade. Ja, hier haben wir auch ein bisschen getrickst, ne? Hier hatten wir ja vorher so eine Definitionslücke, so ein leerer Raum, irgendwie ein Fehler in irgendeinem Minecraft-Abteil irgendwie. Und da haben wir jetzt einfach mal ordentlich Bäume davor gepflanzt und das Ganze zugelaubt, weswegen man da jetzt nicht mehr reingucken kann. Und das ist halt so eine grüne Stelle geworden, mit der man nicht mehr wirklich viel machen kann, weil, naja, weil es halt
Die ist halt kaputt, die Stelle. Aber man kann natürlich... aber sie ist wenigstens grün. Ob wir wollen oder nicht. So, da haben wir schon die ersten Setzlinge. Das ist ja schon mal ganz gut. Kann das auch sein?